Heute wollen wir Ihnen das Federfischen einmal etwas näher bringen, und zwar für diejenigen, die es noch nicht getan haben. Wir werden es also in einfacher Form erklären und erläutern. Natürlich gibt es da viele Feinheiten dabei, aber das Federfischen ist so erfolgreich und so einfach, dass es eine Angelart ist, die sich für den Anfänger sehr, sehr gut eignet. Der erste Punkt dabei ist, dass ich also vom Gerät her ganz normales Angelgerät, das sind zwar spezielle Federruten, gebrauchen kann, die aber im Preisgefüge, das wollen wir nicht anhauen, ist ein Fisch dran, die aber im Preisgefüge so sind, dass sie ganz normalem Angelgerät entsprechen. Der große Vorteil dabei ist, dass gegenüber den Posenfischen, dass ich also ganz andere Entfernungen erreichen kann, weil ich einen Korb habe mit entsprechendem Bleigewicht. Das Bleigewicht wähle ich so aus, je nach vorhandener Strömung, die dort herrscht und wie weit ich werfen will. Dementsprechend klemme ich so ein Blei dran. Das kann von 10 bis ins Extreme bis 150, 180, 200 Gramm gehen, je nach Strömung, die im Fluss herrscht. Für ein ruhiges Gewässer oder einen Teich reichen im Regelfall 10, 15 Gramm Blei aus. Der zweite Vorteil ist, dass ich ja auch mein Futter in diese Entfernung gar nicht werfen könnte und auch gar nicht gezielt werfen könnte. Bei so einer Federrute ist natürlich schön, kann den Futterkorb ganz einfach mit Futter befüllen. Und wenn ich das jetzt auswerfe und habe hier, im Moment ist es noch nicht dran, habe hier mein Vorfach mit Haken dran, selbst wenn ich noch nicht kontrolliert werfen kann, egal wohin ich werfe, mein Futterkorb liegt auf Grund und in der Nähe von dem Futterkorb liegt mein Haken mit Köder. Das heißt also, der Fisch wird sehr leicht verführt. Da sind wir schon bei einem weiteren Punkt. Wenn ich jetzt sehr weit draußen fische und habe einen Tag, wo es sehr windig ist oder sehr wellig ist, habe ich mit der Pose ganz große Schwierigkeiten, dort überhaupt hinzukommen. Ich habe ganz große Schwierigkeiten, die Pose, die kleine Antenne noch zu sehen und den Biss zu erkennen. Beim Federfischen übernimmt die Bissanzeige die ganz feine Spitze. Deswegen werden solche Ruten mit verschiedenen starken Spitzen ausgerüstet und ich habe die Spitze, die feine Spitze hier als Bissanzeige. Das hat natürlich den Vorteil gegenüber einer Pose. Wenn ich jetzt mit einer Pose weit draußen fischen will, muss ich eine nehmen von hoher Tragkraft, denn ich muss ja ein Gewicht haben, um dort überhaupt hinwerfen zu können. Bei einem Futterkorb habe ich ein hohes Gewicht und kann dementsprechend gut werfen. Jetzt können Sie sagen, ja, aber mit so einem hohen Gewicht und der Fisch, der merkt das doch. Nein, er merkt es nicht. Denn wenn ich mit einer Pose fische, muss der Fisch, damit ich als Angler den Biss sehe, erst das Blei und die Pose bewegen. Das heißt, er muss sie abziehen oder anheben, damit ich den Biss sehe. Beim Federfischen ist es so, der Futterkorb liegt auf Grund. Und wenn er jetzt hier dran zieht, zieht er immer auf die Spitze drauf. Der Futterkorb bleibt vollkommen liegen. Er merkt ihn gar nicht. Er hat nur das leichte Gegengewicht von der Spitze. Deswegen ist das so unwahrscheinlich erfolgreich. Ich muss jetzt einfach mal, müssen wir abbrechen. Da ist auch noch ein Fisch dran. Eventuell ein schöner. Ja, wollen wir gucken, ne, das ist. Der ist auf dem Grund lang gescheppert. Und trotzdem hängt unser Rotauge noch mit dran. Dies hatte komischerweise gleich etwas erreicht. An diesem Platz hat schon mal wahrscheinlich jemand mit der Federrute gefischt und hat seine Montage abgerissen, denn die habe ich jetzt auch noch hier dran hängen. Das gehört also nicht zu mir, aber es ist gut, wenn das auch gleichzeitig aus dem Wasser entfernt wird. Wollen wir mal gucken, was der vom noch hier dran hatte.
Da haben wir einen Futterkorb, den wir uns gar nicht kaufen brauchten. Das ist also von einem anderen Angler, der einfach hier einen Abriss hatte. Das werden wir nachher entsorgen, damit wir die Schnur nicht liegen lassen hier.